Willkommen Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Heute befassen wir uns mit den Atlas-Schnittstellen und der Atlas-Mission. Ich habe uns mal zur ersten Schnittstelle hingeflogen. Mal gucken, ob der Atlas uns was anderes erzählt als das, was wir schon wissen, und durch den zwei- oder dreimaligen Kontakt zu ihm schon erfahren haben. So, wollen wir mal gucken, was er uns erzählt. Der Atlas hat mich zu dieser Schnittstelle geführt, doch die Absicht dahinter ist noch unklar. Er verlangt Verehrung, er verlangt Gehorsam, er heißt mich willkommen, er weiß, was ich bin, er bietet mir echtes Verständnis als Geschenk. Aber warum? Warum sehen sich solch eine Energie und ein Wissen nach Unterwerfung? Er kennt meine Gedanken, ehe ich sie kenne. Er weiß, was ich tun werde. Der Atlas bittet mich, seinen Weg zu folgen. Ich akzeptiere. Der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir. Das werden wir jetzt direkt herstellen. Weil er gibt uns immer ein Rezept und am Ende müssen wir das letzte herstellen. Und dafür brauchen wir die vorherigen alle. Also können wir immer, wenn wir ein neues bekommen, das auch direkt herstellen. So, dann geht es jetzt ab zur zweiten. Gucken, wo die nächste ist. So, was liegt auf dem Weg? Oh, ein Piratensystem und wir müssen dahin. Ja, Piratensystem haben wir noch nicht viele. Dann holen wir uns da den Teleportpunkt einmal, würde ich sagen. Weil kann ja sein, dass wir irgendwann mal was in der Piratenstation holen müssen oder in ein Piratensystem möchten. Und da ist besser, wenn wir ein bisschen Auswahl haben. Aber bis jetzt waren wir ja nur in zwei oder drei Piratensystemen. Vier Planeten, zwei Monde. Da gucken wir auch direkt mal. Weil auf dem Weg zur Galaxiemitte brauchen wir ja auch noch eine Siedlung. Und wenn wir Anomalien finden zum Beispiel, können wir da das eine Tier scannen. Ein paradiesischer Mond, das ist ja mal interessant. Terrorsphäre. Ja, also dann sollten wir uns wohl den hier und die Terrorsphäre anschauen. Und auch den paradiesischen Mond. Vielleicht können wir da dann eine Siedlung in Anspruch nehmen. So, schauen wir mal. Hier dürfte eigentlich ja nichts leben. Keine, nicht existent.
unzureichend. Mal gucken. Ne, hier ist absolut gar nichts. Okay. Dann können wir jetzt direkt zu dem nächsten. War ja der da hinten mit den beiden Monden. Scharfer Planet. Der da war. Ja, welcher von beiden war es denn? Ah, oh, jetzt will schon wieder irgendeiner was von uns. Also langsam nerven die Kerle. Ja, geil, er hat nichts. So. Welcher von denen waren das? Das ist der paradiesische Mond. Mond mit geringer Atmosphäre. Terrorsphäre, da ist es. Und werden wir da noch hin? Den Teleportpunkt, weswegen wir ja eigentlich hier sind. Und dann geht's noch kurz zu dem Mond. Fraglich, was es auf einer Terrorsphäre so gibt. Sporadische Kiesstürme, okay. Wieder der Riesenwurm. Ist echt schade, dass wir den nicht scannen können. Ah, hier gibt es die Titan. Den Titanwurm. Diese Baudinger. Organisches Gestein. Okay, das haben wir auch noch nie gesehen. Da ist auch noch Titanwurmbau. Da gibt es Tiere. Elf verschiedene gibt es hier. Ja, wählen nur nicht das. Oh, Alter. Hä? Wieso können wir diesen Köder nicht? So, geht doch. Hier ist ja noch was. So. Jetzt aber, oder? Fliegen tut hier gerade mal nichts. So, wo ist jetzt das da? Organische Gestein. Weil wir kennen ja die Finger und sowas alles, aber... Organisches Gestein. Also so, welche haben wir schon mal gesehen, aber keine, die wir auch mitnehmen konnten. Okay, wir können es nicht scannen. Mordid. Mordid. Ja, nur Mordid. Okay, schade jetzt irgendwie, aber... Sag mal, also dieser Scanner funktioniert auch nur, wenn er will. So, 6 von 11 Spezies. Jetzt kommt ein Sturm. Gut, aber gibt hier nur... diese Titanwürmer. Dann nennen wir den vielleicht mal so. Oh. So. Wo ist unser Schiff? Da oben.
Und dann zur Raumstation und kurz den Mond. Oh. Ja, klar. Mhm. Der springt schon wieder hin, wo er lustig ist. Den Mond, damit wir dann da später die Siedlung machen können. So, wo ist die Raumstation? Oh, die ist da. Dann wäre es einfacher erst zum Mond. So, zu dem Orangenen, da wollen wir. Aber cool, statt mal ein paradiesischer Planet, paradiesischer Mond. Vielleicht finden wir da ja dann eine Siedlung. Sollen wir mal schauen. Oh Gott, der ist schon wieder gelb, wa? Oder orange. Alle in einer hässlichen Farbe. Wir werden wohl nie einen schön finden. Ja, super. Echt, der ist rot. Sieht auch schon wieder scheiße aus. Weil auf Entfernung sieht es schon wieder aus wie ein dämliches Weizenfeld, ey. Scheiß drauf, ey. Holen uns die Station und dann werden wir zur nächsten Atlas-Schnittstelle. Früher war noch so, da musstest du echt hinfliegen, um die Farbe zu sehen. Heute bleibt, also die von außen aus dem All, die Farbe, die du siehst, die bleibt auch. Also kann man sich das eigentlich jetzt auch mittlerweile schenken. Naja, auf dem Weg zur Galaxiemitte sind ja noch ein paar Systeme. Wir halten ja nicht in jedem an. Das hier war jetzt nur, weil es ein Piratensystem mal wieder ist. Und wir springen ja immer so weit, wie unser Frachter kommt dann. Weil der Frachter müsste ein Stück weiter springen wie unser Schiff hier. Ja. Dann können wir das System immer, in das wir auch reinspringen, im Frachter das einmal scannen. Und dann direkt weiterspringen. Da wollen wir hin. Und ich hoffe, der Atlas führt uns auch ein bisschen Richtung Zentrum. Weil die liegen ja am meisten ein gutes Stück auseinander, die Schnittstellen. So, was haben wir denn hier? 6 Planeten. Oh Gott. Ich drücke einmal und er drückt direkt zweimal. Heißer Planet. Oh Gott, was sei. Oh. Also, die sehen irgendwie alle gleich aus. Unwörtlich eisiger. Na, das ist bestimmt auch noch so ein Eisplanet. Trostlos. Ist noch irgendein? Hä? Wann haben wir den denn gescannt? Asche verdunkelt. Ja, das waren alle. Also. Was ist denn das Grüne hier im All? Oh, wie weit ist denn das weg?
da denn? Oh, Lutetium. Ist ja langweilig. So, Teleportpunkt und dann Atlasstation und zack zur nächsten. Ah. Mist. Wo waren wir eben? Entspannt. Ja, krass. Also wir sind hier. Warum zeigt er nicht das Vorherige an? Ach, das hier ist auch entdeckt. So eine Scheiße. Müssen wir mal im Teleporter schauen, wie das System eben hieß. Weil vielleicht können wir das noch umbenennen, wenn es nicht schon entdeckt war. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Gucken, dann müsste uns das vorherige System anzeigen. Da. Nuva Iusa. Kann sich auch kein Mensch merken. Nuva Iusa. Jetzt muss man es nur noch finden, ne? Anstatt dass es das ist, wo wir eben waren, ne? Was? Wer wie wo? Da. So, wo war der Atlas jetzt? Der war hinter der Raumstation. Da. Ah. Ach, wo ist denn der Eingang von dem Ding? Ja, komm, wir wollen da rein. So, dann labert uns jetzt wieder eine Kante ans Bein. Weil das mit den 16 Minuten haben wir ja schon durch die anderen Missionen erfahren. Also ist fraglich, ob wir noch was Neues lernen. Aber die Rezepte brauchen wir ja alle. Eine weitere Atlas-Schnittstelle. Wie viele von diesen Konstrukten existieren in der weiten Leere? Wie lange haben sie geschlummert und auf einen Reisenden gewartet? Haben sie mich erwartet? Wurde ich etwa auserwählt? Der Atlas hat diese Existenz erschaffen. Die Gek, die Vakin, die Kovacs. Die Sterne am Himmel und der Hass, der in der Tiefe brennt. Jede Welt, die sich dreht, jede Lebensform, die lebt. Der Atlas hat alles zu bieten. War zwar keine Frage, aber wir müssen zustimmen. Bin mir sicher und wähle das Geschenk des Wissens. Jegliche Zweifel sind verflogen. Die Sterne warten auf mich. So, nächstes Rezept. Und dafür brauchten wir jetzt das vorherige. Hey, cool, warum bleibt denn die jetzt einfach? Ja, krass, sie hat sich nicht verbraucht jetzt. Okay. Naja. Ich glaube,
12 oder 14 Stück, irgendwie sowas waren's. Sehen wir ja dann am Ende. So, Mission wieder auswählen, weil das kann der ja nicht von alleine hier. Dann direkt ab zur nächsten Schnittstelle. Komisch, sind immer sehr nah diesmal. Ich hatte auch mal ein paar Mal, dass die 5, 6 Systeme weit weg sind oder so. Aber die sind jetzt alle sehr nah. Kommen wir ja schnell hin. Ah, die ist schon entdeckt, okay. 5 Planeten gibt es hier trotzdem. Dann können wir uns die ja bestimmt so angucken, oder? Ah, wir waren nur auf 2. Vulkan und Grasplanet. Dann werden die anderen bestimmt auch keine paradiesischen oder sowas sein. Oder Anomalien. Sonst wäre er da ja sicherlich gewesen. Grasplaneten. Ja, super. Wir müssen sie trotzdem scannen, obwohl sie entdeckt sind. Das ergibt ja Sinn. Ach. Ah, ein lila. Ja, doch, lila würde ich sagen. Vulkanisch. Ah, das sind die, die er entdeckt hat. Okay. Gemäßigt. Es sieht aber nicht aus, als wäre da eine Insel. Ach, das ist bestimmt wie diese dämliche Nautilon-Mission. Aber hier ist auch noch ein Grasplanet. Ne, warte, wo ist er denn jetzt? Da. Ah, da war er nicht. Guck mal, aggressive Wächter, deshalb bestimmt. Aber hier rosa. Rosa wäre ja was für die... Moment, so. Aber entdeckt halt uns schon. Also wir können ihn nicht umbenennen, ne? Oder können wir den Planeten umbenennen? Nee, glaub nicht. Weil er entdeckt ist. Aber so einer wäre schön als Planet für die Siedlung. Das ist jetzt nur ärgerlich, dass der halt entdeckt ist. Also wir können ihn auch nicht umbenennen oder sowas. Oh. Aber einen Telepunkt können wir uns. So, und jetzt zur Atlas-Stützstelle. Da hinten. Oh. Oh, bisschen die Station gerammt. Oh ja, gib doch mal Gas. Raumstation in der Nähe. Willst du mich verarschen? Wie weit soll ich noch wegfliegen? Oh, Alter, da wollen wir hin. Was versteht denn das Spiel hier nicht? Ach ja, leck mich. Hier müssen wir auch noch selber hinfliegen. Oh ja. Das mit dem Türen öffnen hat das Teil ja auch noch nicht so. Und so, jetzt bekommen wir das dritte Rezept. Interessanterweise sieht die Kugel auch jedes Mal anders aus. Das Ding sieht jetzt eher so aus wie ein Schutzschild um den eigentlichen Atlas herum. Echt, wir stehen ganz hinten. Das finde ich jetzt auch ganz witzig, oder wie? Leider kann man hier drin nicht
nach vorne springen. Ich wurde mit allem geboren, was ich zum Erkunden dieser Welten benötige. Mein Exoanzug, mein Schiff, jedes Werkzeug und jeder Impuls führte mich zum Scannen und dazu, allen Dingen Namen zu geben. Aber was ich da sehe, hat keinen Namen. Ich sehe Welten, die es nie gab. Ich sehe die Regung von etwas Urigem und Unbestreitbarem. Ich sehe den Todesschrei eines Gottes oder etwas, das sich nähert. Es möchte, dass ich diese Reise durchstehe und die Steine des Atlas suche. Es hat Freude an meinen Wiederholungen, meiner Konformität und meiner Wolke des Unwissens. Ich werde mich dieser Reise widmen. Ich bin zu allem bereit. Ich werde nicht zögern. So. Rezept Nummer 3. Jetzt werden wir die aber irgendwie erstmal verschieben. So. Auch ja nicht durcheinander kommen. Jetzt müssen wir die Mission gleich wieder auswählen, weil er ja in einer Tour auf eine andere springt. Und nur wenn die ausgewählt ist, findet er auch die nächste Atlas-Schnittstelle und zeigt uns die an. So. Dann bekommen wir jetzt dann gleich das vierte Rezept. Und aus dem Grund war es auch wichtig, vorher diese Meilensteine zu machen. Weil die brauchen wir jetzt ja, um einwilligen zu können. Deshalb mussten wir ja so ein paar Anomalien finden mit immer nur einem Tier. Ach, jetzt dreht er auf einmal nicht. So, da wollen wir hin. Und sonst hätten wir jetzt die Mission, also ab irgendeiner Atlas-Schnittstelle, gar nicht mehr annehmen können. Da war es gut, dass wir erst ein bisschen vorgearbeitet haben. Und auch die Materialien im Vorfeld alle gesammelt haben. Ach. Also scheinbar jedes Atlas-Schnittstellensystem ist auch schon von irgendeinem Dödel entdeckt worden. Was gibt's hier für Planeten? Na krass, einen hat er eingedeckt. Gemäßigter, ja super. Also manche Leute, ne? Jetzt müssen wir auch noch selber scannen, nur um zu erfahren, was hier noch so ist. Eisiger Planet. Das ist der gemäßigte. Das sieht aus einfach wie so ein roter Steinklumpen mit Wasser. Stacheliger Planet. Weil kann ja immer sein, dass hier noch Anomalieplaneten gibt. Messerscharfer. Und das waren alle, oder? Ja. Gut. Da ist die Atlas-Schnittstelle, also wir sind da schon mal viel näher dran. Aber wir benötigen dann noch vorsichtshalber den Teleporterpunkt. Sieht er wieder anders aus. Die Hülle, die er eben hatte mit dem Computer vorne. Computer ist weg. Die Hülle, ja, ich weiß nicht, soll vielleicht eingerissen aussehen. Aber eben war sie auch schon nicht vollständig. Also da steht da ja in der Geschichte, die er uns erzählt, leider nicht. Oh,
Ich habe versehentlich den ersten Text weggespult. Warum verlangt der Allmächtige nach meinen Gebeten? Was stimmt nicht mit dem Herzen der Existenz, dass ein Schöpfer diese Reise, diesen Tanz der schleifenden Steine erfordert? Und hier mindestens Meilenstein Cassini. Das sind ja die, die wir schon zum Glück gesammelt haben. Ich beantworte die Frage, ich werde mich der Herausforderung stellen. Der Atlas zeigt mir den Weg und ich werde seinem Aufruf folgen. So, jetzt müssen wir das auch wieder herstellen. Oh, wir sind sogar im richtigen gelandet. So. Mission auswählen. Aber Riesengalaxie, ne? Abartig viele Sonnensysteme. Und nicht so viele Spieler, dass alles entdeckt ist. Und was ist? Da, wo wir hin müssen, alles entdeckt. War ja irgendwie klar. Kein Bock auf den Teleporterpunkt. Oh, es ist in dem Piratensystem. Hätten wir uns das vorhin ja direkt schenken können. Gut, konnten wir jetzt ja nicht wissen. Die wurden ja willkürlich beim Update in Piratensysteme verwandelt. Waren ja vorher ganz normale Systeme. Ja, vier Planeten und schon entdeckt, wen wundert's. Reicht jetzt. Einfach nur entdeckt, aber nicht ein Planet oder was? Mann, gibt's faule... Ach nee, scheiße, das wollte ich überhaupt nicht. Ja Gott. So. Schon wieder so ein dämlicher Inselplanet. Ah, trüb. Gar nichts. Ascheplanet. Ja, hätte mal die Güte da hinten. Unbelebter Mond. Ah. Ja, der sieht ja fast lila aus. Diesiger Planet. Aha. Das waren alle, oder? Ja. Wo ist denn da? Uah. So. Vor allem, wenn wir normal ins System springen, landen wir immer in der Nähe der Raumstation. So, wenn wir jetzt die Atlas-Mission nachgehen, landen wir direkt immer beim Atlas. Aber nächstes Mal, der könnte uns ja echt mal näher parken. Ist ja alles leer hier drin. So, jetzt schweben da Figuren. Ja, es sind aber auch nicht die drei Rassen, die man so kennt. Obwohl der rechts könnte ein Vaikin sein, der links ein Gek, aber das in der Mitte ist kein Korvax, also... Mal sehen. In meinen Träumen sehe ich den Atlas. Wenn ich den Atlas sehe, bin ich der Traum. Ich sehe Wächter, die aus einer Welt voller Glas emporsteigen und wie eine solche die Universen, durch die Universen ziehen. Dort ist nichts als Fröhlichkeit, alles wird Leben. Ich sehe die Portale, ich sehe die Reisenden, ich sehe die Zeitspanne der Geschichte, ich sehe alles so, wie es der Atlas sieht, allein. Verlassen in Panik. Doch welche Kraft kann das Herz des Allmächtigen erschüttern?
Es bittet um etwas. Es möchte wissen, ob ich verstehe. Ich bin zum Vorboten, zum Spurensucher, zum Wegfinder geworden. Durch mich wird sich das Universum selbst kennenlernen. So, wieder herstellen. Und ab zum nächsten. Geht ja recht zügig. Aber auch nur, da war ja schon, wie gesagt, diese Meilensteine. Okay, jetzt bekommen wir noch einen. Ah gut, wir haben ein paar Worte gelernt. Ah, Mission auswählen. Die Atlas, nein, Entschuldigung, die Raumstation nehmen wir aber mit, da das jetzt hier ja wieder ein Piratensystem ist. Und sonst müssten wir ernsthaft später mal welche suchen. Wer will denn sowas? Und wenn wir schon per Mission hier hinkommen, können wir auch kurz landen. Ist ja nur landen, aussteigen, einsteigen und gut ist. Ist ja recht einfach. Weißt du, du entdeckst das als erster und dann benennst es nicht mal um. So, dann ab zur nächsten Atlas-Station. Also irgendwie fliegen wir ja ganz schön im Kreis. Ein Korvax-System. Gucken, auch bestimmt wieder entdeckt, aber na, wen wundert's? Ja, von demselben wie eben. Geil. Ah, er hat doch bestimmt hier wieder nichts gemacht. Naja, war ja klar. 6 Planeten. Also. Da ist einer. Mechanischer. Mechanisch. Waren wir auf mechanisch schon? Ah, oh, scan den verdammt nochmal. Trostlos. Arktisch. Gemäßigt. Gemäßigt ist ja fast wie Grasplanet, aber den letzten Gemäßigten, auf dem wir waren. Was hat denn der schon wieder eine dämliche Farbe? War ja. Trüb, was die war doch eben irgendwo einer. Mechanisch, ja. Mechanisch. Waren wir auf mechanisch? Na, wir gucken mal kurz auf den Atlas und dann gucken wir mal mechanisch. Vielleicht ist das so ein Anomalieplanet. Hat zwar Akrowächter, aber wir müssten ja nur ein Tier scannen, also. Mechanisch. Hm. Naja gut, wenn es ein Anomalieplanet ist, gibt es auf dem ja Deko. Das wäre schon schlecht mit Agrowächtern. Jetzt sieht es drinnen aus wie draußen. Es ist nicht mal mehr eine Kugel.
Das Erkunden um des Erkundenwillens wirkt nun wie ein alberner Einfall. Ich habe den Weg des Wanderers abgelehnt. Ich habe den Ruf der Sterne abgewiesen. Nur der Atlas ist jetzt noch wichtig. Nach jedem Treffen glaube ich, etwas mehr zu verstehen. Wir alle sind, was wir sind. Das Böse lässt sich im Individuum nieder und die Güte reicht nie aus. Die wahre Größe liegt im Leid, aber in der Akzeptanz dessen, was wir werden müssen. Es hat nie eine andere Wahl als diese gegeben. Ich mache weiter, wir machen weiter, für immer, ewig auf der Suche. So, nächste Rezept. Also, jetzt haben wir 6 Stück. Jetzt schauen wir kurz einmal nach dem mechanischen Planeten. Aber wäre cool, wenn das noch so ein Deko-Planet wäre. Weil da haben wir ja echt noch nicht viele. Weil immerhin gibt es 11 verschiedene. So, trostlos. Dann war der... der da, oder? Oder der da. Das... Oh, war trüb. Stand da eben. Und hier? Oh, warte. Oh, der zeigt das nur, wenn er Lust hat. Ah, wir fliegen da jetzt auch mal hin. Da, mechanisch. Kupfer, Gold und Silber. Ja, die Wächter interessieren uns ja eh nicht. Wir wollen ja nur gucken, was das für einer ist. Also wenn es 12 verschiedene Schnittstellen gibt für Rezepte, wären wir jetzt zur Hälfte durch. Das würde ja gut passen. Dann gucken wir uns den hier noch an. Und dann machen wir heute mal nicht so lange. Oh, das hier ist cool. Können wir da landen? Da ist ein... ist das ein Tier oder Deko? Das ist so ein Deko-Planet. Also sowas habe ich noch nicht, aber bin mir jetzt sicher, das ist ein Deko-Planet. Wieso denn nur 42.000? Haben wir irgendwie einen falschen Scanner? Ha, okay. Was ist Gravitinobel? Deswegen aggressive Wächter. So. Also hier gibt es ein Deko, das sieht aus wie das hier. Und auch ein Tier, das genauso aussieht. Da, da, Tier. Jo, krass, es wird nicht mal angezeigt, das Tier. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches von den... Ah, das muss man doch bestimmt wieder irgendwie an der Farbe erkennen oder sowas, wa? Also die sind alle rot. Da ist ein Tier. Einsacken. Warte, haben wir noch Platz? Da. Leiterliste. Oh, guck mal, da ist noch Platz. Ey, nein. Beeren extrahieren. Aha, cool. Oh, der gibt Hexerbeeren. Was ist da hin? Lauf doch nicht weg. So. Warte, gescannt hat. Was war denn? Gelb. Aktuelle Stimmung gewissenhaft. Okay. Ja, hier ein Tier. Oh, es existiert diesmal sogar. Das letzte, was wir hatten, das hat ja nicht mal existiert. Wir konnten scannen, es stand ja auch, aber stand ja halt, das ist nicht existiert. So.
Wie erkennen wir jetzt die Deko? Also sie müsste ja ungefähr so groß sein wie dieses Tier hier, nur halt irgendwie hat es bestimmt eine andere. Also so die Steine hier oder Pflanzen, die haben ja so einen roten Kern. Gott, hoffentlich kommen jetzt keine Wächter. So. Also die sind alle rot. Es wird aber auch leider schon wieder nicht angezeigt, ne? Dieser letzte Deko-Gegenstand leider auch nicht. Nur diese blöden Gravitino-Bälle, die kein Mensch braucht. Wie könnten die aussehen? Also sie müssten ja so aussehen wie diese Pflanzen, nur halt so klein, dass man sie irgendwie einsammeln kann. Könnten ja mal in irgendeine Richtung springen, die vielversprechend aussieht. Oh nein, oh, falsche Taste. Was zum... Oh, ich hab's vergessen. Ah, das war's. Habe ich eben schlagartig vergessen. Oh, ist nicht wahr. Das ist wieder die Beere. Da ist ein Tier. Oh, fuck. Alter, ich habe überhaupt nichts eingesammelt. Oh, nein. Ja, dann gönnen wir uns noch ein paar Beeren. Wenn die uns jetzt sowieso kalt machen wollen. Dann ist hier bestimmt der Deko-Artikel in der Nähe. Könnte ich voll für wetten. Das Problem ist, wir müssen mehr als einsammeln. Ja, hätte der mal die Güte zu laufen? Oh nee, da ist schon wieder einer. Aggressiv, schön und gut, aber warum sind es hier so viele? Ich will nichts von deinen Gravitino-Bällen, ey. Die sind mir völlig egal. Ich möchte doch einfach nur Deko. Weil die tauchen auch einfach so aus dem Nichts auf. So. Also das können wir zum Beispiel nicht einsammeln. Das hier auch nicht. Gott, ist ja nicht wahr. Zum Henker. Oh nee, ey. Ist doch nicht deren Ernst jetzt hier. Ja, oder gibt es irgendein Schwebekristall? Oh, ich wollte aber nur die Deko. Oh, hier gibt es Schwebekristalle. Solange uns kein Wächter angreift, einfach mitnehmen. So. Also, Gravitino-Ball. Och nee, ey. Oh ja, ich will nichts von deinen scheiß Gravitino-Bällen, die kannst du behalten. Boah, ey. Irgendwie recht selten, ne? Muss man ja mal sagen. Die Tiere gibt es hier ohne Ende, aber... Glaubt man nicht, dass wir einen so einen blöden Deko-Artikel finden. Gravitino, alles Gravitino-Bälle. Ich habe auch noch keinen... So eine Kugel in kleiner gesehen. Nur diese großen, die sind weiß und die können wir nur eher, also nicht einsammeln. Okay. Ich würde sagen, machen wir für heute hier erstmal Schluss. Ich suche hier noch ein bisschen rum. Irgendwo, oh nee, er ist nicht wahr. Der hat sich doch
Also, ich suche hier weiter rum, wenn ich nicht gleich drauf gehe. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und dann parke ich uns vor der nächsten Atlas-Station. Und dann machen wir den Atlas erstmal weiter. Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal.